Hallo meine Truckerfreunde, schön, dass ihr wieder dabei seid und ich will euch was sagen. Und zwar Maximus hat sich die Hände gewaschen, dazu kommen wir aber gleich. Wir sind unterwegs mit dem Volvo und 540 PS. Ich hoffe, euch geht es gut. Wir werden, wie gesagt, heute mal durch Polen fahren. Der LKW sieht schon nicht schlecht aus, tiefer gelegt. Oh Baby, lasst einfach mal, ja, die Katze da. Wie gesagt, ich habe gesagt, ich habe meine Hände gewaschen und ja, Gummiärmchen Maximus ist wieder am Start. Dafür hat er eine tolle Frau am Start, die neben einem sitzt und die auf seine Ärmchen nicht so guckt. Der ist es scheißegal, wie die Arme aussehen. Hauptsache, er hat welche und weiß, wie er sie einsetzt. Gut, alles klar, wir machen den Motor an. Sonst trifft die schon wieder ein bisschen ab. Irgendwie sind die Arme, wie gesagt, mir wurden jetzt das hier nochmal gegeben. Ey, hier, die Tattoos könnt ihr wegmachen. Aber irgendwie sehen die trotzdem irgendwie jetzt hässlich aus. Ja, ich habe schon das ein oder andere Video jetzt schon gemacht, wo die Arme noch drinnen sind, also mit Tattoo. Das werden wir nächste Woche. Und da wird das, oder habe ich bestimmt schon eine Umfrage gemacht, wollen wir die mal drinnen lassen oder wollen wir die rausnehmen? Ah, ich nehme das Video aber jetzt hier am 16. auf und deswegen kommt wahrscheinlich erst am 19. die Umfrage, ob wir das drinnen lassen oder nicht. Ich finde es irgendwie auf eine Art nicht so schlecht, aber hier in den LKW mit dem Lenkrad irgendwie passt es bei dem Volvo nicht. Er ist ja gemoddet, ne? Deswegen kann es durchaus sein, dass es, naja, ihr seht schon, den Arm nicht ganz so hundertprozentig reinpasst. Hätte ich wahrscheinlich rausmachen müssen. Aber ich lasse es, wenn was. Guten Morgen, wir sind hier in Polen. Oh, verdammt, was ist denn hier los? Nicht mein Tag heute. Komm, die Polizei, die können wir auch 20 Euro geben, dann wäre alles gut. Sag mal 20 Zloty. Wie viel sind denn eigentlich 20 Zloty? Oder was ist denn eigentlich der Umrechnungskurs momentan? Zloty zu Euro. Ich würde mal sagen, in Euro kriegt man 3, 4 Zlotys. Bin ich da richtig? Könnte es sein? Oder? Achso, wir sollten mal ein Tempomat reinmachen. Mal ein bisschen losfahren. Also, bin mir da nicht so hundertprozentig sicher. Aber Miezekatze ist da. Zahlen in Euro und dann läuft das. Ja, wie gesagt, also das mit den Armen haut nicht immer so richtig hin. Deswegen, wenn das nochmal richtig überarbeitet wird, dann bin ich auf jeden Fall ordentlich dabei. Ja, hier mit dem abgelutschten Daumen, das sieht schon mal nicht so toll aus. Ich sehe gerade, der hat hier irgendwie andere Texturen, ne, bei den Armen. In den Händen, ne, hier. Das sind doch beulige Arme, Junge. Junge, Junge, Junge. Ah. Richtige Männerarme sind das nicht, ne? Die Finger, ja, aber. Also vorne die Hand schon, aber hier der Unterarm und so, das sieht schon ein bisschen komisch aus. Warte mal. Na, der hat einen Digi an diesmal. Gut, alles klar. T-Shirt. Ja, wie gesagt, also ich würde es absolut feiern, würde das weiter ausgebaut werden. Richtig schöne Texturen, also hochauflösende. Und dann Pullover etc. Ne? So, dass man das auswählen kann. Ja, der ein bisschen so rumwackelt, der Pullover, ne? Ist so wie hier die Wimpel hier und die kleine Blume hier, die ich eingemacht habe. Aber okay. Ich lasse es einfach mal drin, das ist mal eine Abwechslung, aber ich schaue einfach mal, was die Umfrage so gesagt hat. Und ich würde mich ja natürlich freuen, wenn dieses Projekt weiter ausgebaut wird. Und wo man dann sagt, wow, das ist wirklich... Kuss geht raus. Oh, ja, unterwegs auf der Promotion, ne? Solange wie wir noch hier rumfahren können, fahren wir dann auch mal hier rum. Und ich bin eigentlich schon ziemlich selten jetzt hier der Promotion hier in Polen unterwegs. Da muss ich... sieht ja eigentlich ganz hübsch aus, ne? Hier. Weil die ganzen Werbetafeln, die sie hier so reingemacht haben, ja, war ich aber auch schön oh, 240 Kilometer noch. Fahren hier hauptsächlich Landstraße. Ich merke irgendwie, dass die Videos jetzt immer länger werden.
Oh, ich bereite mich schon vor. Ach, verdammt, ey. Was ist denn heute los hier? Ja, mir hat man gesagt, in Polen macht man das so. Man fährt einfach drüber. Mann! Oh, Alter, wie viele Vergehen habe ich denn heute schon gemacht? Zwei, ne? Verdammt. Oh, Junge, Junge. Ich sollte vielleicht aufhören mit den Euro-Truck-Simulator. Das ist vielleicht doch nicht mehr mein Spiel, oder? Maximus, hört auf. Endlich sind... Seid ihr mir los hier? Ah ja, noch ein bisschen. Noch ein bisschen müsst ihr das ertragen. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Guck mal hier, der hinter mir macht ordentlich Stress. Sag mal, was habe ich denn hier geladen? 23 Tonnen Verpackung hier, Altverpackung. Ui, Dinge. Was ist denn los? Zieht denn nicht richtig? Wir werden den Volvo aber bestimmt noch die nächste Woche sehen. Ob ich jetzt die Arme denn drinnen mache oder raus. Also ich will mindestens noch zwei Folgen mit dem Truck hier machen. Also innen wird das ähnlich so bleiben, aber andere Aufbauten, einmal mit den LNG-Anlagen und einmal so ein bisschen oldschool-mäßig. Das habe ich eigentlich noch vor, nochmal eine Runde zu drehen. Weil ich weiß nicht, kann ich, oh, hier, den Auflieger, bitte, wo gibt's den? Ich frage immer wieder, aber es gibt irgendwie nichts, ne, so richtig zu finden. Also, immer Leute, die gucken und, ja, da soll jetzt irgendwie eine Paymod-Version geben, aber, ja, ja. Falls einer die runtergeladen hat, kann der mir gerne die Datei schicken, ja. Ey, aber Karamba, aber noch langsamer kann ich ja nicht bremsen, Mensch. Wo ist denn hier eigentlich die Polizei? Ah, Physik hier drin, alles. Hilfe. Halten, Pech und Pannen. So, jetzt fahr nach vorne. Jetzt fahre, du Ochs. Was ist denn das überhaupt für ein Auto? Läuft ja hier wieder. Was ist eigentlich abbiegen? Ja. Boah, nein. Jetzt bleiben wir auch noch hier. Was ist rot, war? Ja. Oder? Ja, rot. Boah, das läuft ja wieder. Aber wenigstens haben wir schönes Wetter. Das genießen wir einfach mal schön. Und ich weiß gar nicht, wenn ich dieses Video jetzt hier rausbringe. Ich aus jetzt. Bin fahren. Den Arm so irgendwie so lang gezogen, ne? Ja, ich glaube, die werden wir auch rausmachen. Bei den nächsten Folgen hier mit dem Volvo machen wir sie hier raus. Irgendwie ist das nicht ganz so zielführend hier bei dem LKW. Du hast doch gesehen, dass ich hier abbiege, du Trottel. Mensch. Aber das interessiert die auch nicht. Den echt hübsch, ja. Volvo hier. Richtig schönes Ding hier. Sehr, sehr. Also solltet ihr, Link wird unten in der Videobeschreibung sein. Fahrt einfach mal eine Runde mit dem Truck. Schönes Gefährt, aber irgendwie will er nicht so richtig die Pushen kommen. Ja, ein bisschen schneller 85 mal reingeben. Vielleicht habe ich falsche Getriebe reingemacht oder so. Oder ist es einfach... Es ist so, wie es ist. Oh, haben wir denn? Ach, Karamba, guckt euch mal an. Also, das mit dem Spritfahr-Event, ja, weil mich da schon viele angesprochen haben, das werden wir definitiv erst in der 1.40 anfangen. Weil da wir sowieso... Weil jetzt habe ich noch die Möglichkeit, jetzt nochmal ganz klar nochmal Stellung, weil da wirklich immer wieder ein paar Fragen kommen. Also, jetzt habe ich noch die Möglichkeit, mit vielen unterschiedlichen Mod-LKWs unterwegs. Wenn dann die 1.40 da ist, will ich ja in der 1.40 auch ein paar Touren machen. Und ich werde ja auf der Standardkarte und zum Anfang werden wir dann erstmal schauen,
wie sie Deutschland überarbeitet haben, ob wir da eine Strecke finden. Da werden wir vielleicht das im Livestream gemeinsam uns eine Strecke raussuchen. Zum anderen werde ich ja dann wahrscheinlich mit Standard-LKWs erstmal unterwegs sein müssen. Und wir haben nicht so die Mod-Möglichkeiten. Wir werden dann irgendwelche Lackierungen vielleicht als erstes nutzen können, aber ich habe die Befürchtung, dass die ganzen komplett überarbeiteten LKWs, die... Hier sind so ein Striche, wir hätte ich rüberfahren müssen. Dass wir sie erstmal gar nicht so richtig nehmen können. Ui, da wollte ich schon sagen, nicht abbrechen hier. Und dann müssen wir mal leicht aufpassen und gucken, wie schnell die da wieder normale LKWs sind. Das werden wir alles mal im Livestream alles besprechen, in der 1.40. Und suchen uns eine schöne Strecke raus, testen dies auch mal. Vorbereitung, Spritfahr-Event. Und wenn wir dann die Parameter so haben, dann läuft es. Vielleicht mal so ein World of Trucks-Auftrag genommen, dass man das auch ein bisschen unterstützt, immer so so ein Standardauflieger. Dann 20 Tonnen, dann probieren wir es einfach mal. Ja. Dann seid ihr im Boot, dieses auch umzusetzen. Weiß gar nicht, wird bei World of Trucks irgendwie sowas angezeigt? Dann kann ja jeder erzählen, ey, ich bin hier sich mit einem Scania oder mit einem Volvo oder mit Iveco gefahren, habe nur 20 Liter verbraucht. Ja, ich bin zum Beispiel jetzt noch nicht so richtig gefahren. Wir hatten auch schon mit den Jungs geredet. Ich müsste dann auch den Retarder richtig einstellen und, dass der eventuell dann mitbremst oder Energie gleich so verloren geht. Ja, auskuppeln, das machen die LKW-Fahrer ja nicht. Aber wir sind jetzt, das ist echt ein ganz schöner, wir haben hier 45 Liter, die wir hier, ups, verbrauchen. Ja, das ist halt... Was ist denn jetzt los? Ach, schon wieder zu schnell. Das ist ja das dritte oder vierte Mal, dass ich hier irgendwie... Also ich hoffe, ihr habt mal mitgezählt, wie viel Verfahren habe ich denn heute schon wieder gemacht. Was würde das bedeuten? Vielleicht ist da einer aus der Bußgeldstelle oder hat damit gute Erfahrung, vielleicht positiv oder negativ. Was ist jetzt für mich? Welche Strafe hätte ich denn heute bekommen? Vielleicht gibt es da den einen oder anderen, der da mal das Buch holt und sagt, pass auf, Maximus, grundsätzlich bist du ein guter Geselle, aber du hättest mindestens 1500 Euro Strafe gekriegt im Real Life und anderthalb Monate oder 2 Monate Führerscheinentzug. Mit anschließender MPU. Oh, ja, ja, ja. Dann gucken wir mal. Und dann, sie haben den Führerschein bestanden. Oh je, Bidi. Dann gucken wir mal. Schauen wir mal, was wir da machen. Oh, aber jetzt haben wir noch... Wie viele Kilometer haben wir denn eigentlich noch? Ach, 80! Ja, das läuft ja. Also wenn das hier am Donnerstag rauskommt, werden wir wahrscheinlich morgen, wenn die 1.14 noch nicht da ist, eine Runde um uns fahren wahrscheinlich. Und ich bin schon am überlegen, ob ich unten in dieser Balkan, nicht hier im Nahen Osten, meine Runde drehe. Muss ich aber alles noch ausprobieren und testen. Weil... Ja, weil es halt so ist, ne? Ausprobieren. Schauen wir mal. Habe ich bestimmt schon irgendwie vorbereitet. Ja, ich habe jetzt die letzte Zeit bereite ich dann meine Livestream, wenn ich eh schon am Bearbeiten bin und das Lenkrad an der Seite steht und die Livestream zum Vorbereiten alles, dass ich da einfach so ein bisschen entspannter agieren kann. So,
Das ist jetzt da drüben. Ja, doch, hier drüben. Geht. Ach, ganz toll. Jetzt klingelt's. Ich hoffe, Frauchen holt das Paket ab. Aber wer bestellt hier, wieso? Müssen natürlich immer kommen, wenn ich hier mein Video mache, ne? Ja, wie oft ich auch schon Videos aufgehört habe. Weil sonst sind sie immer mit der Post so gekommen. Jetzt ist ja Amazon mit ihren eigenen Privatfahrern. Und da kommt manchmal zweimal, du hast was bestellt, dann kommt immer wahrscheinlich Amazon irgendwie aus Berlin und immer aus Dresden oder aus Leipzig oder wo die ihre Lager haben. War das jetzt so? Nachbar? Aufstehen hier. Zu gucken. Steht da nicht. Ah. Muss jetzt mal gucken. Ich muss mal wachsames Auge machen hier. Ach, was weiß ich. Es liegt auf jeden Fall draußen Schnee. Ich sehe es nicht. So, wir sind sowieso gleich da. Ah. Seht den einen hier. Eieieiei, geiles Kanonenrohr. Meine Fresse. Ey, heute läuft ja überhaupt nichts. Aber das war jetzt auf jeden Fall ein Däumchen wert. Also wenn... Also das war ja wohl Reaktion 5000, sage ich euch. Junge. Vor allem der Spritverbrauch. Sehr genial. Holler, die Weitfee. Ich dachte so, fährst du auf die Tankstelle? Nee, der biegt ja ab. Wartest du? Jetzt musst du erstmal... Mensch, das Kinder, was bist du denn von der Ochsenschwanzsuppe? Ach ja, das sind ja andauernd jetzt diese Haltestellen hier, ne? Oh, das wird nicht so... Also, entweder mache ich den Physikmod raus oder wir warten ab, bis der Winter hier raus ist. Also, bin ich denn jetzt oben? Also, was ist denn heute los mit mir? Du bremst und bremst und nichts passiert. Hilfe! Alter, das kann sich ja kein Mensch angucken. Nee, das war doch Amazon. Naja, was weiß ich. Ich wollte mein Auto hier vorbeifahren. So, wird alles im Auge. Alles wird beobachtet hier. CSI Maximus ist hier am Start hier. Special Agent. So. Jetzt hat sie das Wetter auch sowas. Guck mal, selbst die Sonne will das schon nicht sehen, wie ich hier fahre. Meine Güte. Das kann ja nur noch besser werden. Also der Winter ist ja bald vorbei. Ja, man muss da ein bisschen vorsichtiger fahren. Also, du, das sind auch die Gurkenarme. Das kannst du ja wirklich gern anbieten hier, die Arme. Also wirklich, ich glaube, die mache ich hier raus. Die gefallen mir überhaupt nicht. Das sind ja Gurkenarme. Ich bin auch die Mädchen. Ja. Hier rum. Er drückt auch. Ich hier vom Blinker hier hinten drin, bei dem Blinkkrone auflieger. Aha. Schick. Aus wie von einer Lichterkette. Was ist denn hier los? Bieg doch mal ab hier. Aus, komm. Ich komm nicht von hier, Entschuldigung. Ah, vergesse ich immer so schnell, dass ich hier, eigentlich ordentlich, Physik hier drin habe, dass es hier ordentlich ein bisschen hin und her zwirbelt, ne? Aber ich bin echt erstmal zufrieden, wenn ich denn angekommen bin. Es war heute wirklich unter Kraut und Rüben. Nicht gut. Also schaffe ich mein großes Ziel nie, wie wenn ich immer so fahre. Einfach vorausschauen, fahren. Ah, ja. Mich auch. Ja, so, jetzt springt die Ampel um.
Und ich bremse und ich bremse, ich bremse, ich bremse und bremse. Ach, das ist alt hier. Das ist scheiß drauf hier. Wirklich. Also, das ist ja. Also, ich denke mal nicht, dass es jetzt schon Monate sind, die ich den Führerschein abgebe. Es kann schon ein Jahr sein, die Vergehen, die ich gemacht habe. So, wir sind in Katowice. Oh, ey. Bremsen, 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 bremsen. Abgeben. Hier drüben ist schon unsere Abladestation. Julia. Aber Gas geben, das kann man, ohne dass er durchdreht, ne? Nur das mit dem Bremsen hat er irgendwie Probleme. Gut, das kann sein, dass hier allgemein Bremsen ein bisschen schwach sind von dem Truck hier, also schwach, man die vielleicht selber noch ein bisschen mehr einstellen müsste. Aber okay. So, ich habe aber heute, wie gesagt, echt die Schnauze voll. Es ist nicht mein Tag heute. Ich denke mal morgen, siehst du, ja, ja, einmal freie fahren gehen, keine Minus, nix. Ich denke mal morgen, wenn das Video hier am Donnerstag kommt, wird das definitiv besser. Ich gelobe Besserung und mal sehen, wie viele Fehler ich gemacht habe und ihr die im Endeffekt reingeschrieben habt. Ja. Das ist passiert in der besten Familie, ne, dass das sowas ist. So, ja, lasst einfach eine Katze da, wenn euch das gefallen hat, trotz der ganzen Unfälle. Und ihr wisst Bescheid, wie und wie wir weiter fortfahren mit dem Event, mit dem Spritfahr-Event. Da werden wir auf jeden Fall gemeinsam ausprobieren, wie das alles läuft. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Livestream. Würde mich auf jeden Fall freuen. Den Worten mache ich einen Fisch und sage, haut rein, macht's gut, bye bye.